MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Heute schauen wir uns mal eine Story von Inquisitoren an, die sich ineinander verliebt haben. Es geht um diese rothäutige Schwester hier, dessen Namen ich nicht kenne, wird soweit ich weiß auch nicht genannt, auch nicht welche Schwester das ist, und dieser Twi'lek hier. Sie unterhalten sich gerade, nachdem Vader mit seinen Inquisitoren Eeth Koth eliminiert hat. Sie unterhalten sich darüber, dass sie überall, wo sie einen Jedi getötet haben, etwas Lokales von diesem Ort trinken, und dem Twi'lek gefällt halt das Getränk überhaupt nicht. Danach fragt die Schwester, was macht Vader eigentlich, wenn es keine Jedi mehr gibt? Wen wird er dann jagen? Der Twi'lek behauptet grinsend, dass jemand wie Vader immer jemanden zum Töten finden wird, und wenn man vom Teufel spricht, taucht er auch direkt auf. In dem Fall ist es wirklich der Teufel, wie ihr gleich sehen werdet. In der nächsten Ausgabe geht es weiter. Vader zündet sein Lichtschwert und alle sind verwirrt. Der Großinquisitor fragt, ob das ein Test ist, ob das Training ist, doch Vader antwortet einfach nein. Er schwingt sein Lichtschwert in Richtung der Schwester, doch der Twi'lek verteidigt sie, was Vader als interessant bezeichnet. Der Twi'lek sagt der Schwester, dass sie wegrennen soll. Vader sagt nun, dass er eine Verbindung zwischen den beiden gespürt hat, was er als eine Schwäche bezeichnet und nicht als eine Stärke, wie es der Twi'lek denkt. Und deswegen ist das den Inquisitoren nicht erlaubt. Hast du denn nichts vom Tod Eeth Koths gelernt, sagt er. Nachdem Vader den Twi'lek gegen die Wand geschleudert hat, fragt dieser, warum, was hat sie getan? Vader sagt, es spielt keine Rolle, ich sollte lediglich kümmern, dass du dasselbe nun auch getan hast. Der Großinquisitor ist immer noch verwirrt, fragt, was das soll und ob Vader irgendwie Unterstützung braucht, doch dieser verneint das. Auf der Flucht fragt der Twi'lek, bist du dir sicher, dass du nicht weißt, wieso Vader uns angreift? Die Schwester antwortet mit nein, ich wäre nicht so dämlich, ihm in die Quere zu kommen, Vader braucht keinen Grund, jemanden zu töten, er tut es einfach, sagt sie noch. Ich kann aber nicht glauben, dass du ihm in die Quere gekommen bist, wegen mir. Der Twi'lek antwortet, ich habe dir gesagt, was ich fühle, ich vermute, jetzt habe ich es auch bewiesen. Ich denke, das hast du, doch es war immer noch dumm, jetzt wird er uns jagen, wir werden ihn töten müssen, es gibt keine andere Option. Ich weiß, und danach rennen wir. Nicht einfach, aber wenn wir es schaffen, sind wir frei, sagt der Twi'lek. Also wie man sieht, sind interessanterweise nicht alle Inquisitoren komplett gewissenlos, sie tun einfach das, was sie tun müssen, um zu überleben. Vader ist derweil auf einem Shuttle mit zwei Klonen und er sagt, dass ein männlicher und weiblicher Jedi sie bald angreifen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Seid vorsichtig, sie sind gerissen. Und zack, da kommt es auch schon zum Angriff. Doch Vader kann noch rechtzeitig flüchten. Er springt von Shuttle zu Shuttle und nun sieht man, wie der Speeder tragischerweise auf ein Paar abstürzt. In der Luft kämpfen die drei jetzt, sie werfen gegenseitig Speeder auf sich, bis Vader dann abspringen muss und er landet natürlich gerade noch so auf einem Gebäude. Während der Twi'lek sich schon freut, dass Vader besiegt ist, sagt die Schwester, noch ist gar nichts vorbei und labert dann noch was zu Vader von wegen, nach all dieser Zeit und nach all dieser Zusammenarbeit weiß ich eins über dich, du hast das hier verdient. Statt dass sie ihn versucht direkt anzugreifen, aber das hätte wahrscheinlich auch nicht viel geholfen. Vader ist einfach overpowered und deswegen stoppt er sie mit der Macht davon, ihn mit dem Lichtschwert zu töten, und jetzt wird es nochmal besonders tragisch. Die beiden wissen, das war's. Die Schwester sagt, es tut mir leid. Der Twi'lek sagt, es ist okay. Ich denke, keiner von uns hat erwartet, im Bett zu sterben nach den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und wenigstens werden wir jetzt frei sein. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Vader kennt keine Gnade. Eine Stelle, die ich persönlich sehr rührend finde, denn sie zeigt einfach, dass viele Imperiale wie diese Inquisitoren eigentlich nicht wirklich böse Individuen sind, sondern sie waren letztendlich auch einfach nur gefangen und mussten das tun, was von ihnen verlangt wurde. Und frei waren sie somit nie. Also eine ziemlich tragische Story, zurück bei Palpatine. Dieser fragt dann, du behauptest also, sie wären Verräter, hast du irgendwelche Beweise? Vader sagt, der fünfte Bruder hat mich dahingehend informiert, dass die Schwester der Frau von Eeth Koth erlaubt hat, mit ihrer Tochter zu flüchten, und sie hat lediglich das Kind wiedergeholt, weil sie bemerkte, dass sie gesehen wurde. Also der fünfte Bruder ist ein richtiger 31er. Vader sagt weiterhin zu Palps, ich hatte meine Bedenken, was sie betrifft schon, sie hatte bereits einen anderen Inquisitor verführt. Jedenfalls regt sich Palps da noch ein wenig auf, weil Vader eine wichtige Senatorin getötet hat, nämlich die,
die durch das Shuttle, das vorhin auf das Paar dann halt geflogen ist, gestorben ist und so weiter. Wie ich finde, eine insgesamt ziemlich interessante Story, sehr tragisch, wie so oft in Star Wars. Aber wie fandet ihr sie? Ballert's mal in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch eine tragische Liebesstory von Darth Tyrannus, aka Count Dooku, sehen wollt, checkt das Video im Abspann ab oder im angepinnten Kommentar. Ballert jetzt gerne noch Videovorschläge in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr das Fortlaufen dieses Kanals unterstützen wollt, checkt die Links ab, wo ihr mich supporten und gleichzeitig dabei sparen könnt. Ansonsten haut doch nicht rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash. Yeah.